Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge besprechen Jonas und ich ein Thema, das wir in den vergangenen 145 Folgen noch kein einziges Mal thematisiert haben. DeFi. DeFi steht für Decentralized Finance. Zu diesem Zweck haben wir uns Pascal Hügli als Gast eingeladen, der sich in einem Research Paper intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat. Von Pascal möchten wir wissen, weshalb es seiner Auffassung nach DeFi-Produkte gibt, welche Anwendungsmöglichkeiten sich daraus ergeben und worin er die Vorteile von DeFi im Vergleich zum aktuellen Finanzsystem sieht. DeFi ist ein eigenes Rabbit Hole, das unserer Auffassung nach mit einem zusätzlichen Risiko einhergeht. Auch diesbezüglich fragen wir Pascal nach seiner Einschätzung. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Mit der Bitcoin-Only-App Relay könnt ihr Bitcoin in eure eigene Wallet einfach und unkompliziert für Gebühren von bis zu 1% kaufen und verkaufen, indem ihr unter anderem unseren Rabattcode BTCVerstehen verwendet. Außerdem könnt ihr euch ganz einfach die Sparplanfunktion und damit den Dollar-Cost-Average-Effekt zunutze machen. Wir sprechen hier im Podcast immer wieder darüber, welche großen Vorteile Bitcoin durch dessen Dezentralität besitzt und dass ihr dadurch wirklich im Besitz eurer Bitcoin sein könnt. Aus diesem Grund spielt aber auch die sichere Aufbewahrung eine große Rolle und an diesem Punkt können wir euch die Hardware-Wallet Bitbox 02 von Shift Crypto empfehlen. Mit dieser könnt ihr eure Bitcoin-Guthaben, beziehungsweise besser gesagt die privaten Schlüssel, langfristig und sicher aufbewahren. Durch die leichte Einrichtung und Handhabung können wir diese auch insbesondere allen Einsteiger und Einsteigerinnen wärmstens empfehlen. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Relay, der Bitbox und natürlich die Rabattcodes findet ihr nochmal in den Episodennotizen. Werbung Ende. Hallo Pascal, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Manuel, hallo Jonas. Mega cool, dass ich hier bei euch sein darf. Super cool, ja. Danke. Hallo. Ja, wir haben heute ein, glaube ich, ganz spannendes Thema, was wir in den letzten 140 Folgen noch nie angesprochen hatten, DeFi. Man liest immer relativ viel davon, auch mal in den Medien davon. Man liest sich auch relativ schnell davon, wenn man mit anderen Kryptowährungen sich auseinandersetzt. Und wir möchten heute mal so einen kleinen Überblick schaffen, weil du dich damit ja auch mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und einfach mal schauen, was steckt dahinter, was könnte da in der Zukunft kommen, welche Gefahren, Nachteile gibt es dabei. Deshalb, wir schauen da mal, ja, wir machen da einen kleinen Überblick über das ganze Thema. Aber bevor wir da reinsteigen, wie immer die Frage an unsere Gäste natürlich, wie bist du selbst zu Bitcoin gekommen und vor allem, wie beschäftigst du denn dich derzeit damit? Ja, genau, super, danke für die Frage. Ja, wie bin ich ursprünglich zu Bitcoin gekommen? Das war eigentlich in den USA. Genau, ich war da bei einer Summer School. Einigen Leuten von, einigen Zuhörern und Zuschauern von euch mag vielleicht die Summer School Mises University etwas sagen. Das ist von der österreichischen Schule, ist das, ich sage jetzt mal, so ein Think Tank, eine Denkschule in den USA, die beschäftigt sich vor allem mit der österreichischen Schule der Ökonomie. Und ich war da 2014 oder 15 war ich, glaube ich, da. Ich mache mich nicht ganz erinnern, ich war 2015. Genau, und da einfach um über die österreichische Schule Sachen zu lernen. Ich war da schon während meiner Uni-Zeit immer sehr interessiert an ökonomischen Sachverhalten und habe einfach gemerkt, was ich an der Uni lerne in puncto Wirtschaft, ist irgendwie nicht so befriedigend. Und deswegen habe ich dann nach Alternativen mich herumgeguckt und so bin ich zu dieser Sommerschule gekommen und da wurde erstes Mal dann eigentlich für mich Bitcoin erwähnt. Patrick Burns war das von Overstock, einer der ersten, sozusagen der Vorläufer von Michael Saylor, der schon viel, viel früher war, der mit seiner Company eigentlich ziemlich stark in Bitcoin investiert war und der hat da über Bitcoin gepredigt und ich fand das extrem spannend und von da an hat es mich dann gepackt und dann habe ich mich immer stärker mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann auch irgendwie sozusagen meine Uni Karriere fast abgebrochen, also habe noch den Bachelor fertig gemacht, aber den Master dann nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte für die Uni, sondern nur noch Augen für Bitcoin hatte und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das ist eigentlich gut rausgekommen, habe dann als Journalist begonnen zu arbeiten mit dem Fokus auf Bitcoin, Blockchain und Digital Assets, die suchten da jemanden und ja, war dann immer tiefer eigentlich ins Bitcoin und dieses ganze Crypto-Rabbit-Hole reingerutscht, also würde ich sagen, so das Urinteresse war natürlich eben Bitcoin, ganz klar aus, ich sage auch jetzt mal, weltanschaulicher Warte und später dann aber einfach im Job auch ein bisschen die ganze Welt
Welt betrachtend. Und so bin ich dann später natürlich auch zu den Themen wie DeFi gekommen und bin jetzt nicht nur heute auf Bitcoin verbohrt, obwohl ich natürlich das immer noch für die wichtigste Entwicklung von allem halte. Und von dem her, ja genau, war das immer so meine Interessenslage und wie ich eigentlich schlussendlich mal auf Bitcoin gestoßen bin. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde es immer hochinteressant, wie viele unterschiedliche Zugänge die Leute eben haben, um zu Bitcoin zu kommen und auf wie vielen Wegen man dann irgendwie am gleichen Ziel ankommt. Jonas hat es ja gerade gesagt, DeFi haben wir noch nie erwähnt. Ich glaube, wir haben es tatsächlich noch nicht einmal gesagt in dem Podcast. Was ist es denn? Also wenn wir ganz von vorne anfangen, was ist denn DeFi und wie würdest du es jemand erklären, der sich noch null damit befasst hat? Genau, ja, DeFi. Also was ist es? Es ist natürlich wirklich so ein neuer Begriff, der auch ein bisschen geprägt worden ist. Ich bin auch nicht immer super zufrieden mit diesem Begriff, weil eben die Centralized Finance, also dezentrale Finanzen, das spricht auch schon davon, dass es irgendwas mit Dezentralität zu tun hat. Und wenn man dann eben heute die meisten dieser Protokolle anschaut, kommt man schnell zum Schluss, ja, also so viel mit Decentralized hat das dann nichts zu tun, wenn man es dann auch direkt eigentlich zum Beispiel mit Bitcoin vergleicht. Und dann müsste man vielleicht eher von irgendwie Open Finance sprechen, weil sie vielleicht eben noch offen sind und für jedermann zugänglich, aber nicht immer zwingend dezentralisiert sind. Oder man redet dann einfach auch grundsätzlich von Finance 2.0 oder Finance auf der Blockchain oder wie auch immer. Aber wenn ich jetzt das jemandem erklären müsste, was DeFi ist aus meiner Sicht jetzt im Ideal, in der Idealvorstellung, dann würde ich sagen, DeFi-Apps oder Protokolle sind in diesem Sinne Finanzanwendungen ohne zentrale Gegenparteien. Also damit meine ich in der Praxis, dass man eben nicht direkt mit einer Institution oder einer Bank agiert, wenn man irgendwelche Finanzanwendungen wahrnimmt oder Finanzangelegenheiten sich damit beschäftigt und sich umgibt, sondern eben, dass man direkt eigentlich über das Protokoll, über eine Finanzanwendung, über ein sogenanntes Frontend, wie man das ja in der Softwaresprache auch nennt, dass man direkt eben als Nutzer mit den Smart Contracts, und das ist jetzt auch wieder so ein technischer Begriff, aber das sind eben diese DeFi-Protokolle, die basieren häufig auf diesen Smart Contracts, also sogenannte intelligente Verträge, das sind Code-Snippets, die auf der Blockchain sozusagen abgelegt sind und die bilden dann dieses DeFi-Protokoll und wenn ich eben als Nutzer mit dem DeFi-Protokoll interagiere, mache ich das wirklich mit dem direkten Protokoll, also direkt mit dem Protokoll, mit den Programmen und eben nicht mit einer zwischengeschalteten Instanz, die wir so kennen als Institution oder sonstige zentrale Einheit. Und das wäre für mich eigentlich die Idealdefinition, eben das Interagieren mit Code direkt. Und da kommt mir direkt natürlich der Punkt, wenn du von Finanzdienstleistungen oder solche Themen sprichst, dann kommt mir natürlich die Bank, die ich hier in der Stadt habe zum Beispiel, direkt in den Sinn. Deshalb, da habe ich ja die zentrale Instanz, weil die eben das Ganze managen oder das Ganze eben verwalten. Und jetzt hast du aber gesagt, bei DeFi bei diesem Thema hast du eben diesen zentralen Instanz eben nicht mehr. Welchen Vorteil bietet es denn das Ganze dann eben für Nutzer jetzt wie mich zum Beispiel, wenn ich auf der einen Seite eben meine traditionelle Bank noch habe, auf der anderen Seite aber auch dieses, wie du gesagt hast, ich interagiere direkt mit dem Protokoll, mit der Blockchain selbst. Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Ja, genau. Also eben, das ist wie gesagt immer im Idealfall, aber man muss sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, man kann es auch mit Bitcoin vergleichen. Eben Bitcoin ist ja eben auch eigentlich in diesem Sinne dezentralisiertes Finanzen. Also in diesem Sinne geht es ja auch in das hinein, was halt bei Bitcoin einfach ist, eben ich kann die Bitcoin versenden, ich kann sie empfangen und ich kann sie selber verwahren. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, sind die großen drei Bestandteile, wie ich heute Bitcoin eigentlich sozusagen nutzen kann. Und eine Bank darüber hinaus, eben die hat natürlich dann Möglichkeiten, mir eigentlich weitere Finanzdienstleistungen anzubieten. Also dass ich beispielsweise Kredite aufnehmen kann, dass sie eben versucht, mich mit anderen Leuten zu connecten, um dann vielleicht auch Handel zu betreiben über gewisse andere Assets oder dass ich sogar dann weitergehende Finanzprodukte handeln kann, sogenannte Finanzderivate oder beispielsweise dann Fiat-Währungen irgendwie noch tauschen kann gegen andere Sachen und im Blockchain-Kontext wären das dann vielleicht Stablecoins, oder? Und das sind solche Dinge, die natürlich eine Bank heute erlaubt und genau, wenn ich das heute machen möchte, nicht einfach nur mein Geld verwahren möchte, also bei einer klassischen irgendwie Verwahrungsstelle, sondern ich möchte damit irgendwie auch etwas tun vielleicht eben, dann muss ich eben über eine Bank gehen oder über einen sonstigen zentralen Finanzdienstleister, den es heute gibt.
Und im besten Fall wäre es jetzt eben so, dass eigentlich ein DeFi-Protokoll das eigentlich wegabstrahiert, ich also eigentlich sozusagen einen Kredit aufnehmen könnte und ich mache das direkt über das Protokoll und muss dann eben nicht mehr über die Bank gehen. Und dann habe ich eben halt den Vorteil, dass ich beispielsweise eben unmittelbar mal keine unmittelbare Gegenpartei mehr habe. Das Risiko in eine Instanz wie eine Bank fällt dann weg. Es wird natürlich ausgetauscht um das Risiko des Codes, also um das Programm, mit dem ich interagiere. Das ist ja auch nicht einfach über alle Zweifel erhaben. Und da haben wir immer wieder gesehen, dass es da auch große Probleme gab bei sogenannten DeFi-Hacks, weil da eben so Smart Contract-Fehler drin waren, die dann jemand ausnutzen konnte. Aber ich sage jetzt mal eben, die Bank als solches, die kann ich außen vor lassen im traditionellen Verständnis. Und dann haben eben diese DeFi-Protokolle, würde ich sagen, halt noch weitere Vorteile. Beispielsweise, dass sie eben Open Source und transparent sind, wieder im besten Fall. Also weil die Blockchain auch öffentlich einsehbar ist für jedermann, kann natürlich dann jeder nachschauen, okay, dieses DeFi-Protokoll, was geschieht jetzt da ganz genau? Wie viel Geld oder Kryptowährung oder Kryptoassets hält dieses Protokoll jetzt auch? Weil eben die Smart Contracts in diesen DeFi-Protokollen, die können dann effektiv auch Geld halten. Also das sind dann wie eben einfach Verwahrstellen auf der Blockchain. Und das kann ich aber transparent alles nachvollziehen. Ich kann natürlich dann auch verschiedene DeFi-Protokolle, wenn es einfach nur Software ist, miteinander connecten. Die sind dann viel schneller interoperabel, wie man so schön sagt. Und sie sind eben programmierbar. Also ich kann alle erdenklichen Sachen hineinprogrammieren und sie dann eben miteinander funktionieren lassen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt oder ein zweitletzter Punkt ist, sie sind für alle zugänglich, weil es eben auch wieder Software ist und eigentlich niemand kann mir den Zugang verweigern. Im besten Fall, sage ich jetzt wieder, da gibt es dann auch wieder Nuancen, wo man diskutieren müsste, aber sie sind erlaubnisfrei. Und das Letzte auch, eben weil alles auf der Blockchain passiert und die Blockchain eigentlich die unterliegende, sage jetzt mal, Settlement-Infrastruktur ist, wo die Assets abgewickelt werden, wie das ja bei Bitcoin auch der Fall ist. Da gibt es auch die Blockchain und die settelt die Bitcoins. Da hat man dann natürlich viel schnellere Settlement-Zeiten, wie man das in der Finanz so nennt, oder? Also Assets werden teilweise in Minuten oder Sekundenschnelle gesettelt, also abgewickelt, während das halt im alten Finanzsystem teilweise 2, 3 oder mehrere Tage gehen kann. Und das würde ich dann auch sagen, ist eigentlich ein Vorteil, wenn man direkt Finanzanwendungen über eine Blockchain eigentlich sozusagen genießt, ja. Also das wären mal so skizziert die Vorteile, ja. Da waren jetzt sehr viele Punkte dabei. Wir kommen gleich nochmal im Detail darauf zu sprechen. Ich würde gerne noch eine allgemeinere Frage stellen. So wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es ja so, dass DeFi letztlich dafür da ist, um Finanzprodukte jeder Art letztlich, die man sich so vorstellen kann, im Bankenwesen abzubilden. Wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann ist es ja so, dass Bitcoin aber letztlich kein Finanzprodukt ist. Zumindest nicht, wenn wir Bitcoin so verstehen, wie wir es verstehen. Bitcoin ist ja dann ein Geld, wenn man so möchte, das was unten liegt. Alles andere wird ja irgendwo oben drauf gestülpt. Du hast dich ja relativ umfangreich mit der ganzen Thematik befasst in diesem Paper, das du mitgeschrieben hast. Weißt du, wo der Gedanke ursprünglich herkam? Also wie kommt man von was, was ein Geld ist, zu was, was eher in die Richtung klassische Kapitalanlage, Finanzprodukte geht? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass man sich natürlich irgendwann überlegt hat, okay, man hat jetzt Bitcoin als Geld und das soll das ultimative neue digitale Basisgeld werden. Und jetzt ist halt so die Frage, ja eben, das ist Geld und das ist der Use Case. Und was kann man jetzt damit noch machen? Wenn man dann eben in die traditionelle Welt schaut, dann hat man ja auch ein Basisgeld. Und ich würde jetzt mal sagen, das ist heute eigentlich in unserem Fiat-Geldsystem beispielsweise die US-Staatsanleihe. Oder es ist so das ultimative Risk-Free-Asset, wo alles dann weiter darauf aufbaut. Und das ist eigentlich so das Basisgeld dieser Finanzwelt. Und um dieses Basisgeld herum werden dann halt weitere Finanzapplikationen gebaut. Und dieses Basisgeld kann dann beispielsweise auch Besicherung, also als Besicherung dienen, um dann eben neue Kredite aufzunehmen, um das Finanzsystem in diesem Sinne aufzublähen, kann man schon fast sagen, oder? Und jetzt ist die Frage, ja, will man das überhaupt oder will man das nicht? Also wo kommt die Idee her? Ich denke halt einfach, dass, ob man das jetzt will oder nicht, dass sich das immer irgendwie bei uns hier in menschlichen Gesellschaften entwickeln wird. Weil ich einfach denke, ein Geld an und für sich, eben das hat eine Funktion, das ist eben Geld, die Funktion von Geld, über das könnten wir auch sprechen. Aber eben jetzt irgendwie, dass man das Geld dann auch irgendwie noch weitergehend nutzen kann, braucht es
dann diese weitere Hülle und das ist eben das Finanzsystem. Weil wenn man in Länder guckt, die heute eigentlich eine relativ schlecht oder die ohne entwickelte Finanzwelt auskommen oder die das gar nicht haben, dann sind das in der Regel eigentlich immer die unterentwickelsten Länder überhaupt. Also eben, es ist meistens so, dass Ländern, die wir heute objektiv als die entwickelsten, wohlstandsreichsten Länder anschauen würden, sind alles Länder, die haben ein sehr, sehr stark entwickeltes Geldsystem, das wahrscheinlich heute im Fiat-System extrem stark überdehnt ist, oder? Und natürlich extreme Probleme mit sich bringt. Aber das zeigt einfach, dass der Zugang zu Kredit und Möglichkeit, dass man auch mal mit Geld etwas machen kann, wo man eben einen Kredit aufnimmt, dass man mit etwas hantieren kann, was man heute vielleicht noch nicht hat, aber man nimmt es irgendwo auf dem Markt auf, einen Kredit, und leiht sich ein Geld und mit dem Versprechen, das früher oder später wieder zurückbezahlen, dass das halt natürlich neue, ich sage jetzt mal, Finanzmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Entwicklung von Wirtschaften freisetzt. Und deswegen, glaube ich, ist die Idee da und die haben wir eben auch, und mit dem habe ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt, mit den frühen Ideen bei Satoshi Nakamoto, der natürlich auf dem Forum immer wieder von solchen Dingen geschrieben hat. Der hat auch gesagt, hey, Bitcoin ist das grundlegende Geld, das neue digitale Basisgeld, aber darauf aufbauen wird sich wahrscheinlich eine Finanzwelt entwickeln, die dann dieses Geld eben nehmen wird und das beispielsweise als pristine collateral, wie man das so schön nennt, also als wirklich hervorragendes Besicherungsgut nehmen wird und das wieder besichern wird, um so Kredite zu ermöglichen und einfach diese Finanzwelt, wie wir sie heute auch aus der traditionellen Welt kennen, um dann eben damit einfach auch die Wirtschaft irgendwie ankurbeln zu können. Und ich glaube, da gibt's natürlich dann letzten Endes Diskussionen wirtschaftliche, braucht es das wirklich? Es gibt natürlich Vertreter, die sagen, nee, es braucht gar nicht so viel Kredit, wie es heute gibt. Es würde alles auch viel nur mit Geld gehen in diesem Sinne. Und dann gibt es wieder andere Wirtschaftsvertreter, die sagen, nein, eben ohne Kredit kannst du keine wirkliche Wirtschaft aufbauen, du wirst immer irgendwo stagnieren und das ist wahrscheinlich eine Frage, wo wir hier jetzt auch nicht restlos klären können, aber ich denke, die Welt hat es einfach gezeigt, dass eben die Menschen immer wieder Interesse und Lust an solchen Sachen haben und deswegen ich der Überzeugung bin, dass das früher oder später eben auch auf Bitcoin sich entwickeln wird oder eben schon dabei ist, sich zu entwickeln. Also ich hoffe, ich habe auf deine Frage antworten können, aber das ist so der Punkt, wo ich sagen will, deswegen braucht es wahrscheinlich oder wird es das geben, eine Welt auf Bitcoin rübergestülpt, ja. Man schaut halt, was gibt's aktuell für Produkte, geht davon aus, in Zukunft wird auch eine Nachfrage nach diesen Produkten vorhanden sein. Und aus dieser Warte guckt man sich jetzt Bitcoin an und stellt fest, Bitcoin selbst ist in Anführungszeichen nur Geld und überträgt jetzt einfach den Gedanken der Finanzwelt auf Bitcoin und so ist es dann entstanden. Ja, genau. Ja, würde ich schon sagen. Und man hat, das ist eine Gratwanderung, weil eben ich würde auf der einen Seite vielen Leuten natürlich beistimmen, die heute sagen, ja, eben das Finanzsystem, wie wir es kennen, ist völlig überdehnt. Diese Nachfrage ist künstlich geschaffen, das gibt es gar nicht und deswegen ist es eigentlich falsch zu argumentieren, wie ich jetzt vielleicht gerade argumentiert habe, oder? Und da sehe ich ein Quäntchen Wahrheit sicher drin. Gleichzeitig würde ich aber schon behaupten, nein, nicht alles heute, was Wirtschaft oder Finanzwirtschaft ist, ist heute künstlich aufgebläht. Ich denke auch in einer Bankenwelt, wo es beispielsweise keine Zentralbanken geben würde, dass es solche Dinge auch geben würde. Vielleicht wäre alles ein bisschen konservativer, es würde vielleicht auch mehr zu Marktkorrekturen kommen natürlich, aber eine Hebelwirkung über Finanzprodukte, die glaube ich, so funktioniert einfach der Mensch, oder der versucht immer Möglichkeiten wahrzunehmen. Auch ein Unternehmer, der muss manchmal einfach hebeln können und eben Kredite bedienen können, ansonsten ja, ist einfach, sind ihm die Hände zu stark gebunden und deswegen glaube ich eben, ist es schon so, dass man sagen kann, mit guter, oder ich würde mit großer Sicherheit behaupten, dass sich das auch auf Bitcoin entwickeln wird, einfach weil man es irgendwie historisch immer so gesehen hat. Auch bei Gold ist es so entstanden. Gold war auch zuerst einfach wirklich physisches Geld, wurde nicht belehnt und irgendwann hat man gemerkt, ja, man kann ja auch Gold belehnen. Dann sind die Goldsurrogate, die Geldscheine entstanden, die auf Gold gelautet haben und das ist eigentlich auch eine Skalierung von Gold, oder? Über ein Finanzsystem, wie wir es heute kennen, ja. Ja, ich glaube, es wird spannend zu sehen, wie das sich weiterführt, weil wir, wie Emanuel auch angesprochen hat, wir haben jetzt Bitcoin als was Neues und trotzdem haben wir gleichzeitig noch das System, das wir jetzt ja gerade haben und viele versuchen eben das zusammenzubringen und zu schauen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die wiederum sagen, wir müssen bei Bitcoin völlig neu denken.
Aber ich glaube, darüber könnten wir nochmal eine ganze Folge machen, weil es ganz, ganz spannend ist, was in der Zukunft passieren könnte. Was ich auch bei DeFi, bei diesem Thema nochmal mit reinbringen möchte und wenn ich auch ein bisschen recherchiert habe nochmal bei dem Thema, man kommt relativ schnell auf so einen negativen, kritischen Berichtsthema dazu. Das kommt relativ schnell in den Bereich mit rein mit Plattformen, wo man seine Bitcoin hält, die sind dann pleite gegangen. DeFi-Hacks hast du selber angesprochen, wo dann irgendwelche Protokolle schon geknackt wurden, dass also eben dann Coins oder Kryptowährungen entnommen worden sind. Woher kommt diese kritische Betrachtung, vor allem aber auch nicht nur, dann als gleich nachher der Übergang, nicht nur mit Bitcoin vor allem, sondern man bringt dieses DeFi-Thema immer mit anderen Kryptowährungen in Verbindung und dann meistens nicht mit einer guten Verbindung. Woher kommt das? Ja, also DeFi ist ja vor allem entstanden auf anderen Plattformen, nicht auf Bitcoin. Auf das können wir vielleicht später noch kurz zu sprechen kommen, warum das überhaupt der Fall war. Warum ist das nicht von Anfang an auf Bitcoin eigentlich sozusagen entstanden? Das ist auf vielen anderen so Blockchain-Projekten entstanden. Und hier würde ich sagen, die Kritik ist zu 90% natürlich berechtigt, oder? Ganz klar. Weil, und da gibt es ein großes Problem mit den DeFi-Applikationen, die wir bis jetzt gesehen haben. Das war eben, die haben da ganz coole, innovative Dinge entwickelt, die dann auch technisch funktioniert haben. Also man konnte dann da eben Token nehmen, konnte die dem Protokoll anvertrauen. Das Protokoll hat das eigentlich als Versicherung gelockt und man konnte dagegen dann beispielsweise einen Kredit in Stablecoins aufnehmen und hatte so dann eigentlich mehr Geld zur Verfügung, musste beispielsweise seine Bitcoins nicht verkaufen und konnte dann doch mit den Stablecoins irgendwas tun. Also Unternehmen, die beispielsweise sagen, ich hocke auf Ethereum oder auf Ether, möchte das nicht verkaufen, weil ich glaube, der Ether wird weiter steigen, muss aber trotzdem irgendwie Löhne bezahlen für meine Arbeitnehmer und deswegen belehne ich meine Ether über ein DeFi-Protokoll und mit dem Stablecoin bezahle ich dann die Leute, die für mich programmieren. Und das war eigentlich ein echt cooler Use Case, oder? Und solche Dinge leuchten auch ein. Das Problem ist dann, dass solche Real-World-Use Cases, wo wirklich das mit der realen Welt irgendwie verschmolzen ist, sehr, sehr rar gesät waren. Und häufig war es dann einfach so, dass man halt eben, man baut da ein neues Finanzsystem und logischerweise ist das nicht gleich in 2 Jahren gebaut. Also ich würde sagen, wenn man ein neues Finanzsystem baut, das geht auch in Jahrzehnte. Und logisch ist auch so, dass am Anfang, wo gehobelt wird, da fallen Späne, oder? Und dann eben passieren auch diese Hacks, weil man natürlich noch nicht sicher ist, hat man da alles richtig programmiert und so. Aber das andere Problem war eben auch finanzieller Art, dass ich sagen würde, viele DeFi-Projekte waren eigentlich einfach Spekulationen der Spekulation willen. Also man hat dann einen Token gefarmt und dieser gefarmt heißt eigentlich in diesem Sinne, dass man den irgendwo an ein Protokoll gegeben hat und man hat den eigentlich sozusagen dem Protokoll anvertraut, das Protokoll hat den gesichert und dagegen hat man dann einen neuen Token bekommen, der wieder geschaffen worden ist, sozusagen aus dem Nix und diesen Token hat man wieder genommen, wieder in ein neues Protokoll gesteckt, dafür wieder einen neuen Token erhalten und so gab es eigentlich so einen Token auf Token auf Token basierend in dem Zirkel, der aber eben eigentlich sozusagen sich in den eigenen Schwanz gebissen hat, weil es war nirgends wirklich eigentlich so eine Real-Welt-Komponente drin. Also die Yields und die Renditen, die diese DeFi-Protokolle erwirtschaftet haben, die waren eigentlich sozusagen eben auf Spekulation aufbauen und eben nicht auf wirklich realer, produktiver, wirtschaftlicher Leistung. Und deswegen, glaube ich, haben viele Bitcoiner auch richtig dann das antizipiert oder gesagt, hey, das kann nicht funktionieren, das wird alles pleite gehen, das wird alles hops gehen, weil das ist nicht nachhaltig, da kommt keine reale Komponente rein und irgendwann wird diese Inflationsspirale dann so groß sein, dass Leute abverkaufen werden und die Letzten beißen dann die Hunde. Und das ist genau das, was wir gesehen haben. Und deswegen würde ich sagen, sind diese DeFi-Sachen auf all diesen anderen Blockchain heute ziemlich negativ behaftet, eben auch zu Recht, weil sie einfach wirklich Spekulationsprojekte waren. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass man jetzt mit Bitcoin daraus lernen kann, nicht nur technisch, sondern dann auch, was das Finanzielle anbelangt. Und dann versucht wirklich real irgendwie diese DeFi-Protokolle in realen Wirtschaften zu verankern. Und ich glaube, ein Weg wäre zum Beispiel in El Salvador, wo jetzt auch Gesetze verabschiedet werden, dass diese DeFi-Protokolle effektiv genutzt werden können, dass da dann Leute, die halt in der realen Wirtschaft irgendwas verkaufen, ein Business starten wollen in Bitcoin, dass die dann da eigentlich sozusagen DeFi-Protokolle unter Umständen nutzen können, um eben beispielsweise Stablecoin aufzunehmen und dann aber in der realen Wirtschaft auch effektiv damit was machen, irgendwie eben ein Unternehmen aufbauen, das dann auf effektiv realen Gewinn abwirft und damit kann man diese
Produkte oder Kredite dann auch wieder abbezahlen und dann hat das eigentlich sozusagen einen natürlichen Boden. Und das ist, was ich mir erhoffen würde, dass einfach diese Yield, diese Rendite erwirtschaftet von DeFi-Protokollen beispielsweise dann eben ein reales Fundament hat und nicht so, wie das jetzt in den letzten zwei Jahren mit diesem DeFi-Hype auf anderen Protokollen der Fall war, wo eben, ich würde sagen, die negative Haltung ganz klar gerechtfertigt war, ja. Du hast zu Beginn deiner Antwort fast schon selbst eine Frage aufgeworfen. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Du meintest sinngemäß, warum wurde es nicht von Anfang an direkt auf Bitcoin gebaut? Warum ist es so? Ja, genau. Ja, das ist auch wieder ein guter Punkt. Eben, ich würde sagen, angedacht von Satoshi Nakamoto wird heute auch viel immer noch missverstanden, auch von einigen Bitcoinern sozusagen, dass die immer sagten, ja, Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk, oder? Und da geht es einfach mal darum, Zahlung zu machen. Zahlungen werden ja dann auch wieder eher, ich sag jetzt mal, eine Ebene höher, vielleicht schon irgendein Fintech-Finanzprodukt, oder? Und ich glaube, da hat man Satoshi missverstanden, weil ich glaube, was er gemeint hat mit elektronisches Peer-to-Peer-Cash-System, ist wirklich eigentlich ein System, das ein neues Basis Geld schafft, weil Cash ist ja immer in diesem Sinne auch nicht Kredit. Cash ist ja nur Bares ist Wahres, wie man schon schön sagt. Und in diesem Sinne ist es eine Art Basisgeld. Und das hat, glaube ich, was Satoshi Nakamoto vorgesehen hat, oder? Und in diesem Sinne eben war es ein Basisgeld, das zuerst sich mal etablieren muss als neues Basisgeld, das wirklich, und das ist meine Überzeugung, in 10, 20 Jahren wahrscheinlich mit Sachen wie der US-Staatsanleihe und Gold effektiv konkurrenzieren werden auf einer makroökonomischen Ebene und das auch wahrscheinlich breit so akzeptieren sein wird, oder? Also wirklich ein neues Basisgeld, auf dem dann eben eine neue Wirtschaft und Finanzwirtschaft lanciert werden kann. Und das braucht aber natürlich Zeit. Und deswegen hat Satoshi Nakamoto auch gesagt, hey, wir müssen möglichst konservativ diese Grundblockchain bauen, diesen Bitcoin, damit wir eben einfach dieses Vertrauen gewinnen können, dass wir zum Basisgeld werden. Und da können wir uns es nicht leisten, dass wir halt schon mögliche, oder dass wir schon Möglichkeiten schaffen, dass man auf diesem Basisgeld allzu leicht einfach weitere Applikationen schaffen kann und dann irgendwie diese verschiedenen Schichten eben miteinander vermischen kann. Und deswegen war Satoshi Nakamoto eigentlich die Überzeugung, Bitcoin möglichst nicht programmierbar zu machen oder sehr rudimentär programmierbar zu machen, so dass eben diese Smart Contracts und all das, was wir auf Ethereum und auf anderen Blockchains sehen, heute schon möglich ist, da eben nicht möglich war, aber eben aus gutem Grund, weil man einfach gesagt hat, man möchte konservativer sein, um diese Sicherheit auch zu schaffen, die dann eben das Vertrauen schafft, um als Basisgeld sich zu etablieren und dann eben in einem späteren Zeitpunkt, wenn sich immer stärker abzeichnet, ja, Bitcoin ist das neue Basisgeld, das wird sich als das etablieren, dass dann nach und nach eigentlich diese weiteren Applikationen kommen können. Aber eben, warum diese DeFi nicht von Anfang an auf Bitcoin entstanden sind, ist wirklich, weil es technisch einfach sozusagen nicht möglich gemacht worden ist oder nur sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Genau, und es eben weitere Protokolle braucht, dann auf Bitcoin aufbauend, um solche Sachen zu realisieren. Das heißt, du würdest mitgehen mit der Aussage, wenn die Kritiker häufig kommen und sagen, Bitcoin ist in Anführungszeichen langweilig, weil ich da nichts großartig machen kann, weil ich es nicht irgendwie verändern kann, die kann diesen ganzen, ja, die kleinen Funktionen, die andere Kryptowährungen zum Beispiel können, kann Bitcoin wahrscheinlich schon, aber es ist nicht so implementiert und es ist daher dann kein Fehler von Bitcoin, sondern eher sogar ein großer Vorteil von Bitcoin, dass man eben diesen, wie du gesagt hast, diese Grundbasis, die ist fest. Ist das genau dieser Punkt zu sagen, wir möchten diese Basis des Protokolls eben mit den 21 Millionen, dass wir es dezentral haben, dass es eben nicht zensierbar ist etc., das muss stehen und wenn das fällt, dann haben wir eben ein Problem und alles andere baut erst darauf auf dann. Genau, also völlig richtig, weil wenn man ein souveränes, solides Sound, wie man so schön sagt, Finanzsystem bauen möchte, dann brauchst du zuerst die unterliegendste Ebene, die muss eben genauso sauber und aufrichtig sein und wenn du da eben schon pfuscht und irgendwelche Fehler drin hast, dann musst du dich nicht wundern, dass dann die Schicht obendrauf natürlich auch nicht funktioniert und deswegen ist es so entscheidend, dass Bitcoin eben langweilig ist und Leute, die das so abkanzeln als langweilig, ja eben, die haben halt das nicht verstanden, dass eine Welt, wie sie funktioniert, immer eigentlich in Schichten aufbaut und dass eben auch, die haben nichts von Geld verstanden, um es ein bisschen plakativ zu sagen, wie Geld als solches
in diesem Sinne funktioniert. Oder ich würde eben viel eher von Basisgeld sprechen, weil eben Geld selber, da muss man dann auch wieder ökonomisch auftrennen, was ist Geld, was ist Währung, was ist Basisgeld. Und Bitcoin ist wirklich das Basisgeld, also das Basis fungieren soll für diese neue Finanzwelt. Und genau das ist es. Also da braucht man wirklich absolute Sicherheit. Und das ist genau das, was Bitcoin zu schaffen versucht. Und dann eben später modular skalieren, weil das zeigt sich einfach in der Natur, beim Menschen, alle komplexen Systeme, die wir kennen, die bauen immer so in Schichten auf, oder man nennt das eben modulares Skalieren. Also auch das Finanzsystem, das wir heute kennen, das ist ja auch modular. Da hast du die Zentralbanken ganz zu unterst, dann die Geschäftsbanken, darauf bauen dann wieder weitere Finanzdienstleister auf. Und all das, jede dieser Schicht hat eine spezielle Funktion. Das Finanzsystem, wie wir es heute wahrnehmen, unser altes Fiat-Finanzsystem, ist nur so skalierbar, weil es eben auch in Schichten aufgebaut ist. Und das Gleiche wird auch für Bitcoin dereinst sein, wie auch zum Beispiel das Internet genau auch so in Schichten aufgebaut ist. Und so wird es bei Bitcoin sein. Und das macht eben Sinn, wie du gesagt hast, dass Bitcoin eigentlich auf der untersten Ebene möglichst langweilig ist, aber dafür einfach möglichst sicher und ein gutes Fundament bildet, ja. Gehen wir mal davon aus, in einem hypothetischen Bitcoin-Standard, dass es den Bedarf gibt, beispielsweise nach Kreditvergabe. Du hast jetzt gerade die unterschiedlichen Schichten angesprochen. In eurem Paper sprecht ihr auch von Sidechains, also die Begrifflichkeiten tauchen beide auf. Ohne jetzt zu sehr in die technischen Details zu gehen, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sagen möchte, du möchtest einen Kredit oder ich möchte einen Kredit, du gewährst mir den Kredit, ich habe hier Bitcoin oder du, ist egal, wir sollten uns nur einigen. Wie würde so eine Kreditvergabe ablaufen? Also wie kommen meine Bitcoin auf der Blockchain zu dir als Kreditnehmer? Oder wo kommen da diese Sidechains ins Spiel? Genau, also vielleicht bevor wir auf die Applikationsseite zu sprechen kommen können, wo dann effektive Kreditvergabe passiert, müssen wir eben noch eine Schicht tiefer gehen. Also wir haben die Schicht, das Geld, das ist eben eigentlich das Basisgeld Bitcoin, das ist auf der Bitcoin-Blockchain. Und jetzt braucht es, wir nennen das in unserem Paper, das sogenannte Infrastructure Layer. Also Infrastructure Layer, eine Infrastrukturebene, die jetzt eben diese Smart Contract Applikationen oder diese Smart Contract Protokolle ermöglicht, die es eben dann braucht, um diese Kreditprotokolle zu ermöglichen. Aber das ist eine Zwischenschicht eigentlich und das sind die eben sogenannten Sidechains. Also man kann da drei Arten eigentlich unterscheiden. Man könnte von normalen Bitcoin-Bridges sprechen oder alternativen Blockchains, die eigentlich nichts mit Bitcoin am Hut haben, aber beispielsweise dann auf ihrer Blockchain eigentlich sozusagen Bitcoin, man nennt das in gerappter Form, also in sozusagen in einer neu geschaffenen Form sozusagen auf ihrer Blockchain haben, oder? Also so gewickelte Bitcoin, könnte man das, ist ein bisschen eine doofe Übersetzung, aber ja, einfach, dass das halt technisch oder finanzwirtschaftlich gesprochen sind das einfach Bitcoin-Surrogate auf einer anderen Blockchain, oder? Aber das sind diese Bitcoin-Bridges oder alternativen Blockchains, eigentlich nichts mit Bitcoin am Hut, außer dass sie dieses Bitcoin-Assets auf ihrer eigenen Blockchain eigentlich sozusagen abbilden und das dann auf dieser Blockchain gehandelt und getradet werden kann, oder? Und dann hast du die Sidechains, ja, die du angesprochen hast, das wäre dann eine weitere Variante, das ist eigentlich auch eigenständige Blockchains, wenn man so will, im Unterschied zu diesen anderen Bitcoin-Bridges oder alternativen Blockchains, die was mit Bitcoin machen, wollen diese Sidechains sich wirklich effektiv also an Bitcoin heranbinden. Und das heißt, sie wollen eigentlich auch von der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks profitieren. Man spricht im Englischen so von they wanna borrow the security of Bitcoin, indem sie sich eigentlich anbinden über ihr Konsenssystem. Und das können wir vielleicht später auch noch ganz kurz diskutieren, wie das passiert. Aber das ist, was sie machen wollen. Also eben im Unterschied zu normalen, beispielsweise Ethereum, wollen die wirklich eigentlich sozusagen eine Sidechain dann eben zu Bitcoin sein und eigentlich in ihrer Art, in ihrem Konsensussystem von Bitcoin abhängig sein. Genau. Und dann hast du natürlich noch die Second Layer Protokolle, und da würde ich beispielsweise dann Lightning dazu zählen. Die sind dann nicht ihre eigenen Blockchains, sondern eigentlich nur in Anführungs- und Schlusszeichen einfach wirklich Protokolle, die direkt auf Bitcoin aufbauen, eben im Unterschied zu Sidechain kein eigenes Konsenssystem haben vielleicht noch stärker dann mit dem eigentlichen Bitcoin-Ethos aligned sind, weil sie eben keine eigenen Validatoren haben, sondern einfach eine direkte Erweiterung sind von Bitcoin. Und so hat man diese drei
Komponenten, sage ich jetzt, auf diesem Infrastructure Layer. Und in diesen drei Sachen kann man dann eben wieder diese DeFi-Applikationen bauen, mit all den Vor- und Nachteilen, die diese Infrastructure dann mit sich bringt. Also eben die Bitcoin-Bridges und alternativen Blockchains, die haben am wenigsten dieses Alignment mit Bitcoin, die stehen am wenigsten mit Bitcoin überein, die Sidechains schon eher, und ich würde sagen, dann die Second-Layer-Protokolle wie zum Beispiel Lightning, die haben dann bis heute wahrscheinlich die beste Alignness, wie man so sagt, oder das beste, dass sie aligniert sind eigentlich sozusagen mit Bitcoin, der Basis-Blockchain, oder? Und so müsste man also das verstehen, oder? Dass man dann, wenn man auf so einer DeFi-Applikation hantiert, dass man eigentlich über so eine Infrastructure-Layer-Protokoll gehen muss, also über Sidechain, alternative Blockchain oder über das Lightning-Netzwerk. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht, ja. Also ich muss ehrlich sagen, es ist ein sehr komplexes Thema, und ich kann verstehen, wenn man das nicht, wenn man da nicht ganz mitkommt, es kommt gleich eine Frage dazu noch. Also für mich klingt es so, Lightning haben wir schon besprochen, das glaube ich, können wir ein bisschen zur Seite legen, aber gerade das Thema Sidechain klingt für mich so ein bisschen wie eine Art Spiegelung von Bitcoin. Also ich habe nochmal fast das, eigentlich das Gleiche, je nachdem, wie man das ausmacht, eben nochmal auf einer zweiten Blockchain nebendran. Kann ich das so halbwegs verstehen, oder ist es zu plakativ ausgedrückt? Nein, das ist ein guter Punkt. Ja, es ist eigentlich eine alternative Blockchain zu Bitcoin nebenan. Einfach eben mit dem Unterschied zu allen anderen Blockchains, die noch da draußen sind, dass Sidechains, ich sage jetzt mal, bewusst versuchen, sich an Bitcoin anzukoppeln, sich in der Bitcoin-Sicherheit versuchen zu verankern, sage ich jetzt mal. Also eben, es gibt auch Ethereum, die Sidechains haben, aber die haben sich dann festgelegt darauf, dass sie irgendwie ihre Sicherheit von Ethereum nehmen wollen, oder? Aber Bitcoin-Sidechains eben ganz klar, dass sie eigentlich sozusagen auf Bitcoin zurückgreifen wollen, um ihren Konsens zu sichern, um ihr Bitcoin-Asset, das sie dann auf sich haben, sozusagen auch eben mit der Sicherheit der Bitcoin-Blockchain zu sichern. Das heißt aber auch, wir sprechen bei Bitcoin immer davon, dass es eben diese bestimmten Eigenschaften besitzt. Es ist begrenzt, es ist dezentral, man kann es nicht zensieren. Sind diese Eigenschaften dann eben auf diesen Sidechains ebenfalls gegeben? Weil wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich speichere jetzt meinen Wert eben auf einer anderen Blockchain nebendran, der muss sich ja wiederum vertrauen. Und dann ist ja auch die Frage, kann dieses Protokoll das eben auch durchziehen? Ist es dann dadurch gegeben oder ergibt sich dadurch ein Nachteil? Genau, und da sind wir jetzt wirklich eigentlich im Kern der Sache angelangt, wenn es dann um diese Second-Layer-Lösung oder Sidechains geht. Man muss natürlich dann ganz klar schauen, nach welchen Kriterien man diese eigentlich beurteilt. Und da würde ich sagen, eben zum einen ist es das Konsenssystem, das diese Blockchain dann selber hat. Also beispielsweise eben, wenn sie dann auch Miner haben oder Validatoren ansonsten, die eigentlich den Konsens des ganzen Systems sichern. Also sind die eigentlich eben mit dem Bitcoin-System aligniert, dass sie dir versuchen, dieselben sozusagen Assurances, wie man im Englischen sagt, also dieselben Garantien zu geben, wie das auf Bitcoin direkt der Fall ist. Dass wenn ich dann beispielsweise ein Bitcoin auf dieser Sidechain transferiere, dass ich auch nicht zensuriert werden kann, wie das beispielsweise auf Bitcoin sehr schwer der Fall ist, oder dass es nur sehr schwer möglich ist. Und das ist dann eben zum einen das Konsensussystem, das man sich anschauen muss, wie stark eben ist das in Bitcoin verankert und wie stark sind eben diese Garantien dort auch gegeben. Und das andere, was du noch angesprochen hast, ist dann das Asset, weil eben bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es eigentlich noch keine Sidechain, die es möglich machen kann, dass ich direkt Bitcoin in ihr brauche. Also das heißt, ich muss eben immer eine gerappte Version von Bitcoin auf der Sidechain brauchen. Und das heißt, dass ich eben einfach auf der Sidechain dann ein Bitcoin eben Surrogat oder ein Derivat eigentlich von Bitcoin schaffe. Und das passiert meistens so, dass man Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain, die BTC, die On-Chain-BTC, die echten sozusagen eigentlich lockt auf der Bitcoin-Blockchain und im Gegenzug dann auf der Sidechain eigentlich die gleiche Anzahl von Bitcoin als Surrogat auf dieser Sidechain schafft. Und solange ich dann mit diesen Sidechain-Bitcoin hantiere, müssen die Bitcoin auf der Bitcoin-Blockchain unbedingt gesichert sein und gelockt sein, weil sonst würden plötzlich mehr Bitcoin existieren, oder? Und nicht nur diese 21 Millionen. Also wenn ich jetzt wirklich alle 21 Millionen Bitcoin auf die Sidechain bringen möchte,
Das sind ja heute noch nicht alle gemintet, aber wenn ich das machen möchte, müsste ich alle 21 Millionen auch auf der Bitcoin-Blockchain eben sichern und in diesem Sinne locken, weil sonst man eben das Ganze inflationieren würde. Und deswegen ist das der zweite wichtige Punkt, wo man sich genau anschauen muss, wie sicher ist diese Garantie oder wie glaubwürdig ist es, wenn mir eine Sidechain sagt, okay, schau, du kannst hier ein Bitcoin kreieren, beispielsweise ein RBTC oder ein SBTC oder ein WBTC, der ist eben auf unserer Sidechain und der ist jetzt entspricht genau dem Bitcoin auf der On-Chain Bitcoin, auf der On-Chain Blockchain von Bitcoin, ist jetzt aber eben dort gelockt und für niemanden irgendwie zugänglich, oder? Und genau so ist es wichtig, dass das natürlich dann funktioniert. Und das haben wir in unserem Paper auch ein bisschen versucht anzuschauen, auf was muss man da achten. Das wird schnell extrem technisch und auch theoretisch. Am besten schaut man sich dann in der Praxis an, bewährt sich das langfristig und wenn ja, könnte sich das dann im Markt durchsetzen. Aber genau, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte, die man anschauen muss. Also das Konsensussystem der Sidechain und dann die Interoperabilitätslösung könnte man das nennen oder einfach die Bridge oder einfach das Schaffen des Assets, des Bitcoins auf der Sidechain. Wie verlässlich ist das? Du hast ja gerade gesagt, die Bitcoin auf der Blockchain werden gelockt und du kriegst dann im Gegenzug auf dieser Sidechain einen Surrogat dafür. Also ich kann dann an meine richtigen Bitcoin nicht mehr ran, bekomme im Gegenzug was anderes und mit diesem anderen passiert eben auf der Sidechain irgendwas, wirft vielleicht Zinsen ab in irgendeiner Form. Wie passt es jetzt zusammen? Vor allem, weil du vorhin noch meintest, diese Sidechains, die versuchen sich die, wie hast du es ausgedrückt, die Sicherheit zu leihen, praktisch von der Mainchain, von der eigentlichen Blockchain. Wie geht es denn? Weil das eine ist ja einfach parallel und du bekommst ein Surrogat. Und klar, Bitcoin ist im Namen mit dabei und du kannst es technisch wahrscheinlich irgendwie verweben. Aber wenn du zwei Sachen zusammenbringst, die ursprünglich nicht zusammengehört haben, sind es ja auch immer, salopp gesagt, Reibereien. Also wieder ein bisschen mehr Risiko, das reinkommt. Das heißt, für mich wäre jetzt das Worst-Case-Szenario das folgende. Ich lock meine Bitcoin auf der Blockchain, schieb sie rüber, krieg ein Surrogat, wo im Endeffekt keinen realen Gegenwert hat. Im Worst-Case nur Spekulation. Und selbst wenn das nicht so wäre, wenn diese Sidechain dann gehackt werden würde oder der Teil, der die Blockchain mit der Sidechain verbindet, dann wäre das Worst Case ja, dass meine Bitcoin auf der Blockchain nicht mehr zugänglich sind für mich. Und das wäre ja der Super-GAU. Also male ich dazu schwarz oder siehst du das auch so, dass das ein Risiko ist? Genau, das ist ein Risiko und das darf man überhaupt nicht kleinreden und nicht verniedlichen, oder? Weil ich glaube, da muss man auch wieder verstehen und da glaube ich, haben die Bitcoiner natürlich ein gutes Verständnis dafür, dass alles in der Welt auf Kompromissen und Trade-offs aufbaut, oder? Also es gibt irgendwie, wir sagen in der Schweiz, diese eierlegende Wollmilchsau, die wirklich alles kann, die gibt's nicht, oder? Also das gibt's einfach auf der Welt nicht. Man muss immer abwägen, okay, das hat diese Vorteile und diese Nachteile. Und deswegen ist es ganz klar, dass eine Sidechain Stand heute und wahrscheinlich niemals bis ans Lebensende genau die gleichen, exakt genau gleichen Sicherheit und Garantien bieten kann, wie das die Bitcoin-Blockchain bietet. Das hat eben damit zu tun, dass einfach das etwas anders ist, wie du das beschrieben hast. Das ermöglicht dir aber auch wieder Sachen, die Bitcoin nicht kann. Man kann das dann auch umdrehen und sagen, ja, die Sidechain, mit der kann ich dann eben beispielsweise Zinsen besser verdienen, weil ich da Kredite direkt über ein Protokoll aufnehmen kann. Aber eben, das hat natürlich ein Risiko, wie das heute in der traditionellen Finanzsystem eigentlich auch ein Risiko haben müsste, wenn man jetzt beispielsweise nicht in US-Staatsanleihen ist, wo wir heute eben sagen, das ist das risikoreichste Asset, weil das ist der US-Staat, der hat die größten Pistolen, der kann jedem das Geld abziehen, oder? Und so ist er eigentlich der beste Schuldner, weil er die größten Waffen hat. Dann sagt man ja eben nein, wenn ich das dann einer Bank gebe und ich möchte mein Geld eben nicht in US-Staatsanleihen halten, gebe das vielleicht FTX, weil eben da gibt es größere
größere Chancen, dann muss man sich ganz klar bewusst sein, ja, die haben dann nicht diese Guns und wenn dann was passiert, kommen die vielleicht nicht ans Geld ran, oder? Und so hat man auch dort wieder genau diese Unterschiede. Also das ist jetzt einfach eine plumpe Analogie, die ich hier zu zeichnen versuche, aber so muss man sich immer bewusst sein, wenn man natürlich auf so eine Sidechain geht, dass dann größere Risiken vorhanden sind. Und deswegen würde ich sagen, eben vielleicht nochmal an unsere Anfangsdiskussion anknüpfend, ob sich das durchsetzen wird oder nicht. Ich denke, das wird Bitcoiner geben, die das nie anrühren werden, weil sie einfach sagen, ey, das ist mir ein zu großes Risiko, ich will einfach nur hodeln, ist für mich völlig in Ordnung. Auch diesen Kreditkram brauche ich nicht und deswegen ist etwas Schöne, niemand zwingt sie dazu, weil sie haben auch nicht wirklich Risiken. Wenn sie ihre Bitcoins einfach auf der Bitcoin-Chain belassen, on-chain, sind sie davon eigentlich nicht groß berührt, oder? Und diejenigen, die dann aber sagen, nee, also ich möchte jetzt was machen, irgendwie innovativ sein, in diesem Sinne ein Unternehmen gründen, braucht dafür irgendeinen Kredit, möchte dafür nicht über eine traditionelle Bank gehen, sondern möchte das irgendwie im Bitcoin-System machen, habe vielleicht auch Bitcoin auf der Seite, wo ich sagen kann, die kann ich jetzt besichern und wenn ich die verliere, ist jetzt nicht die ganze Welt verloren, oder? Und die sind ein bisschen risikoreicher, die gehen das dann ein, aber eben müssen das eingehen im Risiko oder im Wissen, dass das natürlich neue Risiken bringt. Oder? Aber so, glaube ich, wird eben längerfristig all diese Palette an Möglichkeiten abgedeckt werden, auch von Bitcoin, so wie das im heutigen traditionellen Finanzsystem der Fall ist, um einfach diese unterschiedlichen Menschen, wie wir halt sind, und ihre Bedürfnisse dann auch abdecken zu können. Aber eben, wie du sagst, umso wichtiger, und das haben wir in unserem Paper auch immer versucht, ganz klar zu sagen, hey, also wenn ihr das nutzen wollt, das hat Risiken, oder? Und denen muss man sich einfach bewusst sein. Und die sind häufig, wahrscheinlich Stand heute, auch noch nicht ganz gut abschätzbar, weil eben das Zeug ist noch so jung. 1, 2, 3, 4 Jahre. Das soll mir einer sagen, in 3, 4 Jahren kannst du ein sicheres Finanzprojekt oder Produkt bauen, während andere in der traditionellen Finanzwelt nach 30, 40 Jahren noch nicht so weit sind. Also eben, das sind Prozesse und das würde ich ganz klar, dem würde ich zustimmen, ja. Ja, mich erinnert das Ganze irgendwie, wir haben diese Beispiele, was man so aus der Vergangenheit kennt, wir haben Gold als Basis, aber uns reichen die Eigenschaften nicht aus. Das ist schwer zu lagern, das ist schwer zu transportieren vor allem. Deswegen locken wir es, also wir sichern es bei uns in der Bank. Und dafür gibt es automatisch auf der anderen Seite die Oldschool, die alte Sidechain, also Geldscheine, die du bekommst dafür. Und die kannst du wiederum wesentlich schneller hin und her schieben. Hast aber natürlich dadurch den Vorteil, es ist schneller, es ist flexibler. Aber es ist halt das Riesenproblem, dass wer sagt mir, dass der Manuel mir nicht noch mehr Euros oder Dollars gibt, anstatt dem Gold, was er bei sich in der Bank hat zum Beispiel. Daran erinnert mich diese Analogie so ein bisschen. In Richtung, natürlich habe ich Vorteile, aber ich habe auch theoretisch ein Riesenrisiko dahinter, dass irgendwas anderes passiert, weil das Vertrauen einfach weniger wird. Weil das Vertrauen nicht mehr von der Basis kommt, sondern du hast was Neues. Genau. Und das ist eine super Analogie und der würde ich voll auch zustimmen und so sehe ich das eben auch und ich wünsche mir halt einfach, dass dieses System eigentlich auch auf Bitcoin sich entwickelt, weil heute, wenn ich jetzt das vergleiche, ein bisschen plakativ wieder, dann habe ich eigentlich sozusagen das traditionelle Finanzsystem. Das ist einmal, ist das auf Gold war das aufgebaut, aber heute leider nicht mehr. Also heute ist auch das Basisgeld im Finanzsystem eigentlich marot und morsch, oder? Und dann ist eben das ganze Finanzsystem darauf eigentlich auch nicht wirklich dann nachhaltig, würde ich mal sagen. Und bei Bitcoin möchte ich jetzt aber doch auch ein Finanzsystem, dass ich das dann nutzen kann und da werde ich mir bewusst sein, dass das natürlich eben Trade-offs und Risiken mit sich bringt. Aber wenigstens ist da dann eigentlich sozusagen das Fundament noch sound, oder? Und wenn das obendrauf dann nicht funktioniert und ich muss mir dem auch bewusst sein und da gibt es wahrscheinlich dann immer mal wieder Krisen, im Unterschied zu unserem heutigen Finanzsystem hat es da dann eben eigentlich sozusagen eine gute Basis, auf die man zurückgreifen kann. Und da sehe ich dann auch die ultimativen Unterschiede. Und ich glaube, das wird sich langfristig so etablieren. Man hat dann ein Bitcoin-Finanzsystem und man hat ein traditionelles Finanzsystem. Und im traditionellen Finanzsystem ist einfach die Grundbasis inflationär, während das halt im Bitcoin-System eigentlich eher desinflationär und irgendwann werden gar keine neuen Bitcoins mehr geschaffen. Und so hast du einfach bei beiden Finanzsystemen, die ermöglichen ähnliche Dinge auf der Applikationsebene, aber auf dem Fundament sind sie dann fundamental unterschiedlich. Und das ist halt einfach auch, weshalb ich irgendwie ein Plädoyer für diese Finanzwelt schlage, weil ich eben glaube, da wird es Leute geben, die so eine Bitcoin-Finanzwelt bevorzugen werden gegenüber einer traditionellen,
aber eben nicht nur einfach nur Bitcoin nutzen wollen, sondern eben auch Applikationen, die Finanzmöglichkeiten ermöglichen, ja. Aber das ist ein guter Vergleich zu Gold, ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn es dir spontan eingefallen ist, mega. mir ist noch nicht ganz klar, was der Unterschied von der Sidechain zu einer x-beliebigen anderen Blockchain ist. Also klar, du hast gesagt, du kannst auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain, kannst du die Bitcoin locken und dann bekommst du ein Surrogat auf der Sidechain. Aber dieses Surrogat auf der Sidechain ist ja letztlich eine andere Kryptowährung. Also ich verstehe noch nicht ganz, wieso das nicht irgendwie einfach eine andere Kryptowährung ist und so ein bisschen eine Mogelpackung sein könnte. Ja, da wird es dann relativ schnell sehr technisch, würde ich sagen, weil eben genau das dann die Frage, wie garantiert die jetzt das Sidechain, weil das ist ja eine Behauptung, die viele Sidechains eigentlich machen. Einfach mal sagen, okay, wir haben die Sicherheit von Bitcoin, oder? Und die machen das beispielsweise, also RSK, Rootstock ist so eine Version, die machen sogenanntes Blind Merged Mining, oder? Mit Bitcoin, dass sie eigentlich die Bitcoin Hash Power brauchen, um dann eigentlich ihre Blöcke und Transaktionen damit in diesem Sinn auch zu sichern, oder? Oder Stax ist eine andere Sidechain, sie sehen sich selber nicht Sidechain, aber ich würde sie ganz klar Sidechain betiteln, oder die eigentlich sozusagen Bitcoin als Commodity nutzt und sogenannte Stackers auf der Stackchain, die können dann eigentlich ein Proof of Work machen, aber sie investieren nicht Energie, wie das bei Bitcoin der Fall ist, sondern sie müssen Bitcoin aufgeben, also sie müssen Bitcoin kaufen und die eigentlich eine Adresse schicken und so erweisen sie dann ein Proof of Work mit Bitcoin als Proof of Work beweisendes Mittel. Oder? Und so versuchen sie dann Bitcoin in ihrer Konsensusgestaltung zu nutzen, das Asset, und so auszurichten, dass sie eigentlich sagen, ja eben unsere Sidechain ist eben ganz klar, was den Konsens auch anbelangt, mit Bitcoin aligniert. Also wenn es zum Beispiel Bitcoin forken würde oder wenn es eine Reorganization geben würde von Blocks, also sogenannte Reorg, wo Blöcke rückgängig gemacht werden auf Bitcoin, würde dasselbe dann auch auf der Sidechain passieren, dass sie eigentlich wie in den Schatten die Bitcoin Blockchain immer trackt, oder? Und so versuchen sie eigentlich den Konsens zu verankern. Aber eben, wie das dann genau funktioniert, da habe ich dann auch im Paper gemerkt, das wird extrem technisch und da ist mir wahrscheinlich selber auch nicht immer restlos klar, wie das funktioniert. Und das sind natürlich auch wieder Sachen, die man sagt, oh, das macht mich dann eher wieder vorsichtig, oder da wäre ich auch jemand, der sagt, hey, nicht zu viel Geld in diese Sidechains stecken und einfach schauen über die Zeit, was bewährt sich da, oder? Aber das andere wäre dann das Asset und da kann man schon sagen, eben gewisse Sidechains wie Stax beispielsweise, die haben noch ihren eigenen Token, diesen STX-Token, aber andere wie beispielsweise Rootstock, die haben keinen eigenen Token sozusagen, die haben einfach dieses Bitcoin-Derivat und das ist dann RBTC. Und sie sagen, das ist halt as good as Bitcoin, weil eben es ist nicht ihr eigener Token, weil es deckt sich eigentlich 1:1 durch Bitcoin, die eben auf der Bitcoin-Blockchain gelockt sind und somit gedeckt. Aber eben, dann sind wir wieder beim Punkt, kann man diesem Versprechen, dieser Deckung, kann man dem auch vertrauen? Ist das wirklich so stark, wie es sein sollte? Da muss man sich einfach wieder genau anschauen, okay, wie funktioniert jetzt das? Und ich weiß nicht, ob wir für das jetzt hier die Zeit haben, aber dann muss man schauen, da gibt es so Federation-Modelle von verschiedenen Leuten und Entitäten, die dann eigentlich so eine Multisignature Wallet eigentlich auf Bitcoin kontrollieren, dass es eben nicht nur eine Person ist, die das kontrolliert und dann wird das immer versucht, möglichst dezentral aufzuziehen und da gibt es natürlich auch extrem viele Experimente. Irgendwann wäre das natürlich dann ganz schön, wenn man beispielsweise On-Chain-Bitcoin nehmen könnte und die dann eigentlich sozusagen mit anderen Sidechain direkt kommunizieren lassen könnte, so dass man eben eigentlich kein so Surrogat mehr braucht. An dieser Sachen wird auch gearbeitet, aber Stand heute ist es eben noch so, dass es immer dieses Derivat braucht und würde ich sagen, es ist wirklich schwierig zu sagen, ist es jetzt ein anderer Token? Ganz klar, technisch gesehen ja, es ist nicht Bitcoin, es ist nicht On-Chain, es ist eben Surrogat, aber es versucht schon sehr stark, es hat zumindest den Anspruch, eigentlich Bitcoin zu tracken, abzubilden und dann kommt es einfach darauf an, ja, vertraut man jetzt dem oder nicht, oder? Also ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte, ja. Aber eben, ich verstehe ganz klar die Kritik, wenn Leute sagen, das ist nicht Bitcoin, weil eben, und ich würde sagen, es ist nicht Bitcoin, es ist ein Bitcoin-Surrogat. Dem muss man sich auch wieder bewusst sein, oder? Klar,
Ich meine, ich sehe gerade bildlich ein paar Hörer und Hörerinnen vor mir, denen gerade so ein bisschen der Kopf rauscht in die Richtung, weil wenn man hier zuhört, für mich persönlich klingt das alles sehr, sehr komplex vor allem auch. Und für mich ist es gerade bei Bitcoin, wenn ich mich die letzten Jahre damit auseinandergesetzt habe, das hatten wir ja auch schon angesprochen, gerade diese Einfachheit von Bitcoin macht Bitcoin irgendwie auch aus. Dass es eben nicht dieses komplexe Thema ist, dass ich wechseln muss. Und genau das kenne ich bis jetzt immer nur von anderen Kryptowährungen, wo es dann eben, ich habe auch mal jemanden kennengelernt auf irgendeinem Stammtisch, der dann auch erklärt hat, wie er Yield-Farming dann macht. Und dann nimmt er den einen Token und schiebt ihn zum anderen Token rüber, hat dann 20% damit gemacht. Und keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Und wie du am Anfang auch gesagt hattest, wo war dann wirklich auch in der realen Welt der Mehrwert dabei? Für mich ist die Frage jetzt, für viele ist Bitcoin, die sich damit beschäftigen, sowieso schon sehr, sehr komplex. Und für die meisten ist Bitcoin sowieso erstmal das, was man für die Zukunft braucht. Ist das Ganze jetzt wirklich schon ein Mehrwert oder ehrlich gesagt ist es einfach derzeit einfach nur eine Spielerei, die vielleicht in der Zukunft mal irgendwas bringen könnte, aber derzeit einfach nur da ist und man sollte sich damit vielleicht mal auseinandersetzen, wenn man Interesse daran hat, aber schlussendlich bringt es derzeit einfach noch nicht. Ja, eben, also ich werde jetzt das nicht gleich so pauschal sagen, dass es gar nichts braucht oder bringt, weil ich habe schon Leute kennengelernt, die unmittelbar damit etwas machen konnten und das hat ihnen auch geholfen, oder? Ich kann vielleicht nachher gleich noch darauf zu sprechen kommen. Also ist es vielleicht auch nicht so ein pauschales Urteil, dass hier dann wirklich sozusagen alle Wogen glättet und einfach alles besiegelt, oder? Aber ich würde schon sagen, ja, grosso modo würde ich dem zustimmen. Das ist wahrscheinlich heute eben, wir sind ja in der Aufbauphase, wir sind in der Experimentierphase, da wird es noch viele Probleme geben. Muss sich das immer weiter entwickeln, durch den Markt dann auch, muss sich das über den Markt beweisen, oder? Und von dem her würde ich ganz klar jedem sagen, hey, also nein, der Großteil soll auf der Bitcoin-On-Chain-Blockchain bleiben, weil eben da ist die Simplicity gegeben, da ist auch die absolute Sicherheit gegeben und je länger sich gewisse Dinge wirklich durchsetzen werden und auch they stood the test of time, so to say, dann könnte man solche Dinge dann schon auch effektiv nutzen. Aber Stand heute, ja, ist es wahrscheinlich eine Spielerei oder eben einfach Entwickler, die auch jetzt hier dran sind und einfach sagen, hey, eben um weiterzukommen, muss man teilweise halt auch Risiken eingehen und nur so bleibt man irgendwie dabei und schafft Neuigkeiten, oder? Weil wenn sich das Satoshi Nakamoto schon gesagt hätte und das jetzige Finanzsystem, das ist schon okay, Gold ist gescheitert, genau wegen dem machen wir jetzt nicht, oder so ein neues Basisgeld, das wird nie funktionieren, er ist nur viel zu stark mit Risiken behaftet. Er hat ja auch gesagt, hey, ich kombiniert er all diese Dinge und hat dann Bitcoin geschaffen und deswegen habe ich persönlich wahrscheinlich auch genügend Vertrauen in die Menschheit, dass es da kluge Köpfe gibt, die da neue Innovationen auf Bitcoin schaffen können, wo sie dann eben auch diese Probleme, die vielleicht DeFi heute noch hat, dass viele diese Protokolle auch auf Bitcoin eben zentrale Angriffspunkte haben, dass man die immer wie stärker wegabstrahieren kann und eigentlich immer näher an Bitcoin dann herankommt, auch wenn das dann vielleicht erst in 10, 15 Jahren der Fall ist. Eben vielleicht einfach noch als Beispiel, also eben El Salvador, weiß ich, die arbeiten daran und da gibt es verschiedene Leute, die eigentlich sozusagen diese DeFi-Protokolle da herbringen wollen und da kann man auch natürlich darüber streiten, ist das gut oder nicht, weil eben, wenn es ja noch risikobehaftet ist, warum dann gleich die Ärmsten der Ärmsten eigentlich diese Protokolle nutzen lassen. Da hört man aber dann genau die andere Sicht, oder, von jemandem, der in El Salvador lebt, oder ich habe jetzt auch letztes Jahr eine Zeit lang in Argentinien gelebt, Leute, die dann auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe gar nicht diesen Zugang, wie du den im Westen hast mit all diesen Banken, oder wo du dir heute kurz einen Kredit ausleihen kannst zu so geringen Zinsen. Wenn ich irgendwie einen Zins bei einer Bank bekommen möchte, dann bezahle ich 15% Zins und gleichzeitig irgendwie noch eine Solidaritätsfee, weil die Inflation überbordet in meinem Land, oder? Ich will gar nicht über die Banken gehen. Ich mache das über ein DeFi-Protokoll bei Bitcoin. Ich habe ein paar Bitcoin oder einen Bruchteil davon, kann diese über dieses Sidechain-Applikations-DeFi-Protokoll belehnen und kriege so meine Stablecoins und kann damit dann effektiv etwas arbeiten und
eben baue mir dann mein eigenes Meetup in Buenos Aires auf und nehme dann Geld ein über die Events, die ich veranstalte und kann diesen Kredit dann wieder so zurückbezahlen. Wenn ich jetzt das nicht hätte machen können, hätten meine Bitcoin nicht ausgereicht oder ich hätte die verkaufen müssen. Das will ich aber nicht, weil ich ja langfristig noch an Bitcoin glaube, oder? Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich da ein Risiko eingehe, aber eben die Chancen, die ich mir ausrechne, bewerte ich höher als die Risiken, die ich mit diesen Sidechains eingehe. Und das habe ich zweimal gehört, da habe ich Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Und deswegen würde ich sagen, eben gibt es schon heute für gewisse Leute, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir und die zwangsläufig größere Risiken eingehen müssen, weil sie diese Finanzmöglichkeiten, die wir teilweise brauchen, nicht gebrauchen können, dass die heute schon sehr froh über diese Protokolle sind und wahrscheinlich auch die Early Adopters und Users sind. Und deswegen sehe ich auch hier eine gewisse positive Seite dennoch, oder? Du hast ja gerade die Banken angesprochen. In der Bitcoin-Welt gibt es ja den Satz Be Your Own Bank. Da könnten jetzt Banker natürlich sagen, naja, was könnt ihr machen? Ihr könnt halt sparen. Mehr könnt ihr ja nicht, wir können ja noch viel, viel mehr. Nach dem, was du jetzt in der letzten Stunde erzählt hast, ist es ja dann möglich, aufgrund von DeFi weitere Bankfunktionen, Kreditvergabe, weitere Funktionen des Finanzsystems, Surrogate bauen, Derivate bauen, auch noch digital abzubilden in irgendeiner Form von Blockchain. Denkst du, dass Banken dem dann grundsätzlich skeptischer gegenüberstehen oder so eine Entwicklung, wie wir sie jetzt besprochen haben, sogar begrüßen und sagen, das ist genau unser Punkt, das ist unser Kerngeschäft, da springen wir auf, wir werden doch nicht nutzlos, wir verwenden das für uns? Ja, das kann natürlich durchaus sein, genau, dass es gewisse Leute gibt, also dass die traditionellen Banken, ob die jetzt dann so mit Freudeschreien in der Welt herumrennen, weil sie jetzt sehen, ja, es gibt noch eine Chance für uns, das bin ich mir nicht sicher, oder? Aber ja, klar, es wird wahrscheinlich mehr Leute geben, die sagen, ja, hey, eben, ich kann dann auf Bitcoin was bauen oder sozusagen auf einem Infrastructure Layer von Bitcoin und so kann ich eigentlich die Bank der Zukunft sein, oder um einen gewissen Prozentsatz an Leuten abzuholen, die eben diese Dienstleistung nutzen wollen. Und ich denke, das wird schon mittel- bis langfristig immer mehr so sein, eben weil wahrscheinlich auch im Finanzsystem, wie wir es heute kennen, das Fiat-Finanzsystem, da ist eben die Basis eigentlich schon morsch und die wird nicht weniger morsch, die würde ich sagen, wird immer schlechter und erhöht sich immer stärker aus und bröckelt immer stärker, sodass die Leute dann auch einfach immer skeptischer werden diesem System gegenüber und dann eben nach Bitcoin migrieren und dann aber sagen, hey, was ich vorhin beim Fiat-Bankensystem machen konnte, werde ich jetzt über Bitcoin tun. Und von dem her, das ist schon meine Überzeugung. Und wie stark sich das durchsetzen wird, ob das auch einfach immer eine Nische bleiben wird, das wissen wir alle heute nicht. Aber genau, also ich denke schon, dass es da für Leute, für Banken, für jedermann eine Chance gibt, dieses Finanzsystem in diesem Sinne auch voranzutreiben, ja. Das heißt, ich würde noch vielleicht als Abschlussfrage vielleicht stellen, weil wir bei einer Stunde jetzt schon angekommen sind. Wo siehst du den ersten Ansatzpunkt? Weil du es, glaube ich, gerade eben schon ein bisschen angesprochen hast. Ist dieses Thema DeFi auch eher bei uns in Europa ein Fall, das interessant ist? Oder geht es erst los in den Entwicklungsländern, eben bei dort, wo eben das Finanzsystem noch nicht so ausgebaut ist? Weil bei Bitcoin ist ja eben das Gleiche. Man sagt ja eher, Bitcoin wird dort rangehen, wo eben das Finanzsystem nicht so ausgebaut ist. Ja, ich würde eben sagen, ja, genau, dass das der Fall sein wird. Eben, wie ich schon einmal gesagt habe, einmal in der Mitte der Podcast, ich glaube schon, die Länder, denen es heute am schlechtesten geht, sind schon häufig Länder, die eben nicht so ein entwickeltes Finanzsystem haben und durch das eben Geld eigentlich nicht wirklich skalieren können und durch das eigentlich irgendwie auch Innovation dann ausbleibt oder Kapital nicht vorhanden ist, um auch Kapital aufzubauen, eben über erfolgreiche Unternehmerideen, die umgesetzt werden können. Und ich glaube, in diese Kerbe schlägt zum Beispiel El Salvador ganz klar, das haben sie vor Augen, oder dass sie sagen, hey, das ist unsere Chance hier, auf einem neuen Basisgeld eigentlich eine Zukunft, ein zukünftiges Finanzsystem zu schaffen. Sie haben ja auch angekündigt, dass sie beispielsweise diese Bitcoin-Bonds irgendwann, Bitcoin-Bonds, also Anleihen ausgeben wollen. Und das wollen sie auch nicht über das traditionelle Bankensystem tun, sondern eigentlich dann über Liquid Network, also diese Sidechain, die da von Blockstream eigentlich entworfen worden ist und solche Dinge dann eben über dieses neue System vorantreiben.
Und deswegen glaube ich schon, wenn sich das irgendwie durchsetzt, dann wahrscheinlich schon zuerst in diesen Ländern. Aber ich würde behaupten, das gilt auch für Bitcoin eher so. Also eben bei uns im Westen, glaube ich, gibt es immer noch, ja, es gibt ein paar eingefleischte Bitcoiner, aber eben wenn ich sonst so jetzt in Südamerika unterwegs war oder jetzt beispielsweise also auch in Afrika, da habe ich schon das Gefühl, dass das in der breiten Bevölkerung schon stärker angekommen ist, weil sie eben auch Alternativen nicht haben. Und das trifft auf Bitcoin zu, bei Sound Money, aber dann eigentlich auch später wahrscheinlich bei einem Sound Financial System, oder? Und deswegen glaube ich, ja, sind da die Entwicklungsländer oder die aufstrebenden Länder, würde ich sie eher betiteln, sind da sicher, bieten da die größere Chance, ja. Gut, dann würde ich sagen, wenn Manuel keine weitere Frage hast. Passt für mich. Wir sind gut rumgekommen. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, super. Danke euch auch. Super. Eben, es ist natürlich ein komplexes Thema für diejenigen, die das weiter interessiert. Eben das Paper, das liest sich wahrscheinlich in einem Wochenende gute Lektüre durch. Und wer sonst Fragen hat, soll mich auch kontaktieren. Und eben auch von meiner Seite her, also eben, ich sehe das auch alles als große Experimente. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt da irgendwie meine Finanzen schon nur über diese Protokolle handhaben würde. Also das kann ich offen und ehrlich sagen. Von dem her, ich bin selber auch cautious, oder? Aber ja, finde einfach die Information oder die Innovation spannend und hoffe halt, dass sich das so entwickeln wird und denke eben auch, dass sich das so entwickeln wird. Und deswegen habe ich da mal mein Augenmerk ein bisschen darauf gerichtet. Aber ja, super cool, dass ich ein bisschen darüber spreche. Durfte und ja, also bei Fragen nur einfach auf mich zukommen. Ich helfe da gerne aus. Ja. Ja, perfekt. Wir werden alles verlinken, auch den Bericht natürlich nochmal. Und ich glaube, es war mal ein völlig anderes Thema, eine komplett andere Sichtweise auf ein Thema, was wir noch nie angesprochen haben. Vielleicht bringt es auch so ein bisschen so ein paar Gedanken rein. Und deswegen, Pascal, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat echt viel Spaß gemacht und ich weiterhin dir auch viel Erfolg bei deinen Projekten und ja, bis bald hoffentlich. Super. Ja, besten Dank, Jonas, Manuel. Danke vielmal. Ciao. Ciao. Und nun bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und wir freuen uns darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Zudem würdet ihr den Podcast sehr unterstützen, wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Gerne könnt ihr uns auch Fragen, Kritiken oder Anregungen per Mail oder Twitter zukommen lassen. Alle Kontaktinfos findet ihr natürlich nochmals in den Episodennotizen. Ansonsten wünschen wir euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.